Ja Leute, willkommen in Wolfsburg und zwar natürlich aus der Autostadt. Und heute ist der erste Samstag, wo man tatsächlich wieder hier hin kann. In einigen Bereichen muss man zwar leider der Wissenschaft Masken tragen, aber ich trage sie nur dann, wenn nötig. Und in den Pavillons muss man sie auf jeden Fall nicht tragen und hier draußen auch nicht. Da sind sie also relativ tolerant. Man muss ja aber auch, falls ihr das noch nicht wusstet, man muss nur dann wirklich Masken tragen, wenn 1,5 Meter Abstand nicht gewährleistet werden könnte. Man kann es also theoretisch gesehen auch als Lockerung sozusagen schon sehen, dass man auch ohne 1,5 Meter Abstand wieder irgendwo rein kann. Ja gut, aber auf jeden Fall, darum soll es jetzt nicht gehen. Das ist sowieso ein Thema, was ich nicht so gut finde. Aber jetzt geht es auf jeden Fall gleich erstmal in die ersten Pavillons, heißen sie ja, wo hier die einzelnen Automaten ihre Ausstellung haben. Dann noch ins Zeithaus, was hier halt eben das Museum der Oldtimer ist. Wird auf jeden Fall sehr cool. Davor und man muss sagen, der ist echt ganz schön fett. Also wenn man sich da mal so vorholt, der ist breiter als man denkt. Aber auf jeden Fall, wenn man sich den mal anguckt, der ist schon krass. Kann man schon sagen. Jo Leute, Editing Guitar hier. Es ist leider ein bisschen was Ungünstiges passiert und zwar kann ich das Videomaterial, das hier eigentlich käme, einfach nicht finden. Ich weiß nicht, ob ich es gelöscht habe oder was auch immer passiert ist, aber ist ja auch egal. Folgendes. Ich habe meinen ersten eBay Kleinanzeigenkauf getätigt und zwar wollte ich mir ein Objektiv kaufen, was ich dann auch gemacht habe. Erstmal wollte ich es mir neu kaufen und zwar das Sony 10-18mm, ein Ultraweitwinkelobjektiv. Ich habe aber eigentlich vorher noch ein bisschen gefilmt und das Ganze vorher erzählt und irgendwie ist das Videomaterial wohl verloren gegangen. Aber das macht ja nichts. Ich habe auf jeden Fall kurz nach dem hier, was gerade eben kam, dieses Objektiv gekauft. Und wie es danach aussah, erfahrt ihr jetzt. So, und woher kommt jetzt der Sprung in den Headquarters? Ganz einfach, ich habe dort vergessen, etwas von diesem Objektiv zu filmen. Dennoch habe ich es hier. Wie kommt das Ganze? Nun, ich habe es natürlich nicht direkt da gekauft. Ich habe es erstmal ausprobiert und fand es gut, was keine Überraschung war, denn das ist, meine ich, so eins der besten Ultraweitwinkel-APS-C-Objektive, die man auf dem Markt kriegen kann. Im Technik-Store war das Ganze einfach so, dass dieses Objektiv 900 € gekostet hat. Auf Amazon hätte das Ganze
650 oder 660 Euro gekostet. Der Technik Store war also völlig überteuert, was daher kommt, dass er hier in Rothenburg seit einiger Zeit ein Monopol hat. Und das ist natürlich sehr schade, dann gibt es keine Konkurrenz und dieses Geschäft kann einfach die Preise hochdrücken. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich kaufe das Ganze einfach auf Amazon, denn da war es ja günstiger. Nur stellte sich heraus, dass genau zu dem Zeitpunkt dieses Objektiv nicht mehr bei Amazon selber erhältlich war. Was ziemlich blöd war, denn die anderen Verkäufer, die seriös waren und keine Scammer, waren deutlich teurer. Mein letzter Ausweg, bei dem ich noch eine Chance hatte, war also eBay Kleinanzeigen. Ich habe also nach einem 10 bis 18 mm von Sony geguckt und habe eins gefunden. Ungefähr 50 Kilometer entfernt, aber da bin ich heute hingefahren, habe das Ganze getestet und habe es dann direkt mitgenommen. Und ich muss sagen, der Zustand von diesem Objektiv ist wie neu. Es war kaum verwendet, es ist von diesem Jahr, es ist sogar noch Garantie drauf und es sieht vom Look her so aus. Wie ihr seht, ich sitze einfach nur hier. Und ich habe so einen ähnlichen Shot auch schon gemacht, als ich das Nikon-Objektiv reviewed habe. Also das Nikon 10 bis 20 mm war das, aber nicht mit einer konstanten Blende wie dieses hier. Das hat nämlich eine konstante F4er Blende. Und ja, das ist einfach ein super Vlogging-Objektiv. Ich beende mal hier die Aufnahme. Das ist einfach ein super Vlogging-Objektiv. Man muss es einfach eigentlich gar nicht mehr weit raushalten. Ihr seht, ich kann auch hier mal diese Felix von der Laden-Pose machen. Wenn ich mir das hier so im Spiegel anschaue, dann ist es zwar alles völlig unterbelichtet, aber dann sieht man auch noch genug Leute. Ja, und wenn ich so weit rausstrecke, das Arm, dann sieht man, es ist einfach mehr als genug drauf. Ich habe so ein Objektiv einfach aber auch gebraucht, weil ich mache ja sehr gerne Immobilienvideos auch und auch professionell. Von daher braucht man dafür unbedingt so ein Objektiv. Und weil ich ja jetzt die Nikon verkauft habe, ich habe sie nicht mehr, brauche ich genau so ein Objektiv auch für die Sony. Und das habe ich mir jetzt geholt. Und ich muss auf jeden Fall sagen, auch von den Makro-Ish-Fähigkeiten her, die ich euch jetzt einfach mal hier am Commander Cody demonstrieren werde, ist dieses Objektiv nicht so schlecht. Also man kann damit auch immer ein bisschen B-Roll filmen. Ne? Hier schöner, unscharfer Hintergrund. Und ich weiß nicht, wie nah man genau daran kann. Ich glaube, jetzt ist er scharf. Also so schlecht ist das nicht. Und so sieht das halt bei absolutem Weitwinkel aus. Also ich muss auf jeden Fall sagen, das war nötig, dass ich mir so ein Objektiv geholt habe. Jetzt kann man auch wieder mehr vloggen. Das Ganze ist aber für mich auch ein wichtiger Schritt, denn ich habe nun das erste Mal wirklich komplett die sogenannte Holy Trinity of Lenses. Was bedeutet das? Die Holy Trinity of Lenses besteht im Prinzip aus drei Zooms. Einem Ultraweitwinkel, wie diesem hier. Einem Standardzoom, welches gerade auch auf der A5100 ist und tatsächlich nur so klein ist, also bei der Sony ist das schon ein ziemlich kleines Objektiv, das Kit-Objektiv. Und einem Teleobjektiv, das nicht ganz krass Tele geht, aber schon ziemlich Tele. Man könnte es vergleichen mit den Waffen in Shootern, Leute. Wisst ihr, also wenn man, also das hier ist zum Beispiel wie eine Shotgun, dann sowas hier ist vielleicht eine MP und das hier ist dann, sagen wir, die M4 oder so, ne? Also viele Leute denken ja, dass solche Objektive wie diese hier, von denen ich ein paar habe, zum Beispiel auch noch das Nikon-Objektiv, dass das hier die Sniper der Objektive sozusagen sind, aber eigentlich sind sie das gar nicht. Sowas wäre eher ein 600 mm, was glaube ich gar nicht hier unbedingt in den Frame reinpassen würde, so groß wie das ist. Also so krass nah dran, wie man gerne würde, kommt man mit diesen Objektiven meistens nicht. Aber da muss man sich eben ein bisschen bewegen. Es ist genau wie in den Games. Man braucht da nicht unbedingt einen Sniper. Man kommt eben auch mit einer M4 aus. Auch wenn man sich dann eben oft, wenn man dann ein bisschen mehr pushen muss, ne? Für die Nicht-Gamer unter euch mag dieser Vergleich ziemlich komisch sein. Aber es ist harmlos. Wir machen es nur in Spielen. Auf Fullframe wäre das zum Beispiel ein 16 bis 35, ein 24 bis 70 und ein 70 bis 200. Diese Objektive lassen dann halt keine Lücke. Und daran sieht man das eben auch. Wir haben ja ein 10 bis 18, ein 16 bis 50 und ein 55 bis 210. Also fast keine Lücke, ja. Also hier ist noch eine kleine Lücke drin, aber
die ist klein genug dafür, dass man auch seine Füße als Zoom verwenden kann, notfalls. Weil das macht einfach nicht viel aus. Der Unterschied zwischen 50 und 55 ist so gering, das merkt keiner. Auf der Nikon hätte ich das fast eben auch gehabt. Hätte ich nur damals nicht das Objektiv meines Kollegen Jakob geschrottet und ihm mein Objektiv deswegen überlassen müssen. Wir hatten nämlich beide das Kit-Objektiv damals. Und deswegen hatte ich mir danach eben das 10 bis 20 mm geholt, statt eines neuen Kit-Objektivs, einfach um mal was Neues auszuprobieren, um endlich mal diese Gelegenheit zu haben, weil die Objektive waren ungefähr gleich teuer, diesen Ultra-Weitwinkel-Look auszuprobieren. Und ich habe das Kit-Objektiv nicht krass vermisst, aber es war halt schon schärfer und es wäre tatsächlich, es wäre nützlich gewesen, eins zu haben. Aber ich hatte ja auch noch hier die Sony A5100, die auch ein Kit-Objektiv hatte. Von daher konnte ich darauf immer ausweichen. War auf jeden Fall eine ganz gute Entscheidung. Okay, Leute. Nennt mich verrückt. Ich bin gerne verrückt. Aber ich war gerade nochmal beim selben, der mir dieses Objektiv, auf dem ich gerade filme, verkauft hat. Als ich dieses Objektiv, das 10 bis 18, gekauft habe, hat er mich auch noch ein anderes Objektiv ausprobieren lassen, das er überlegt hat zu verkaufen. Er wusste es aber noch nicht so genau und dann haben wir uns einfach darauf geeinigt, yo, sag einfach mal Bescheid, wenn du dich entschieden hast, ob du es verkaufst oder nicht. Dann hat er mir tatsächlich heute schon Bescheid gegeben und ganz spontan habe ich es ihm abgekauft. Oh Leute, und jetzt rate mal, was es ist. Mathe ist doch cool, oder? Nicht. Schöner Eierkarton. Es ist das Sigma 16, Leute. Für alle, die es nicht wissen, das Sigma 16mm ist eigentlich so eines der geilsten Weitwinkelobjektive, die es für APS-C-Kameras überhaupt gibt. Und neu kostet sowas knapp 400 Euro. Ich habe es für 320 gekauft und das ist halt noch in einem völlig neuen Zustand. Eigentlich ein ziemlich guter Deal, wenn man bedenkt, dass Objektive, zumindest die richtig guten Objektive, nicht wirklich an Wert verlieren. Und eigentlich ist das hier ein richtig gutes Objektiv. Das zählt zur Contemporary-Serie. Viele sagen halt, es sollte von der besseren Serie von Sigma sein, der Art-Serie. Das 1835 mit f1.8er Blende ist auch ein APS-C-Objektiv nur. Das hier hat eine 1.4er Blende, Leute. 1.4 ist das einzige andere 1.4er Objektiv, das ich habe, ist dieses 50er F1.4 und eigentlich, weil das hier ein 24mm äquivalentes Objektiv ist, das wäre es halt, den Look würde man halt auf Vollformat bekommen, man müsste ein 24mm Objektiv auf einer Vollformatkamera nehmen, um den Look von einem 16mm auf APS-C zu bekommen. So. Und ein F1.4, damit kann man halt krasse Lowlight-Aufnahmen machen. Und dieses Objektiv eignet sich in gewisser Hinsicht auch fürs Vloggen. Von daher denke ich, filmen wir einfach mal jetzt gleich eine kurze Vlog-Sequenz mit dem Ding. Ich wechsle meinen Arm und probieren das Ganze einfach mal aus. Okay, Leute, so sieht das Ganze mit Sigma 16 aus. Das Ganze ist jetzt ein ziemlich schweres Setup und ich habe auf der 6.3, also auf der Sony A6300, natürlich kein Klappdisplay, um mich jetzt selber zu sehen. Und ich muss die Hand auch ziemlich weit draußen halten. Aber ich habe das klassische Gorillapod Setup am Start. Das heißt, eigentlich sollte das kein so wirkliches Problem sein. Das Objektiv ist auch weit offen, also auf F1.4, auf der weitest offenen Blende. Das heißt, ihr habt die maximal unscharf Hintergrund und ist euch das eigentlich zu unscharf, weil man sollte ja auch noch eigentlich etwas von der Umgebung sehen, oder? Ich meine, ein bisschen Bokeh ist immer gut, aber man sollte die Umgebung ausmachen können. Und da frage ich euch jetzt, ist euch das zu unscharf? Soll ich lieber mit dem, ist euch das zu wenig Weitwinkel, soll ich lieber mit dem 10 bis 18 vloggen? Oft wird das natürlich praktischer sein und so ein Ultra-Weitwinkel-Look ist auch vorteilhaft für den Vlog. Aber manchmal, vor allem in Lowlight, ist so ein Objektiv echt ziemlich gut. Jetzt würde ich sagen, geht es zur Subway und wir versuchen ein bisschen B-Roll zu filmen. Ja, wir fahren mit dem Fahrrad, nicht mit dem Auto, weil ich gebe es ja nur ungern zu, Leute, aber der V50 ist ein bisschen ineffizient. Alter, was ist das denn?
richtig geil. Mensch, was man nicht alles so in seiner Hood sieht. Einen richtig schönen Golf 1. Auf jeden Fall, was man sieht, ist, dieses Objektiv hat keinen Bildstabilisator. Das ist natürlich bei so einer weit offenen Blende, da nimmt das Glas auf jeden Fall so viel Platz ein, dass nicht wirklich noch was für einen Bildstabilisator übrig ist. Aber auf jeden Fall kann man das noch nachstabilisieren. Und bei dem Weitwinkel ist das, glaube ich, nicht zu schlimm, wenn man nicht allzu sehr wackelt und ein bisschen Übung mit der Steadicam hat. Auch wenn die Kamera nicht auf einer Steadicam drauf ist. Wenn ihr solche Leute wie gerade eben seht und solche Builds sick findet, sprecht sie ruhig an. Sprecht sie ruhig auf das an, was sie gebaut haben. Fragt sie ein bisschen was dazu. Und ich denke, wir alle in diesem Bereich, könnte man sagen, reden gerne über sowas, reden gerne über das, was man hat, über das, was man geschaffen hat, weil das ist ja auch irgendwo kreativ. So ein schöner olivgrüner Golf 1 mit dazu, mit auch zum Zeitalter passenden Retro-BBS-Felgen übelst aufpoliert. Die haben richtig geglänzt, muss man sagen. War eigentlich ein guter Abschluss für heute, muss man sagen. Und das Witzige ist, da saßen so zwei Kinder auf dem Zaun und die haben so überlegt, aus welcher Zeit kommt das? Haben so geraten. 90er, 80er, 60er? So ein Junge und ein Mädchen nebeneinander saßen wirklich so ganz klassisch auf dem Zaun, haben sich das angeguckt und ich so, 70er. Golf 1 aus den 70ern. Wie auch immer. Ich würde sagen, ich gönne mir jetzt erstmal und beende diesen Vlog. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von diesen beiden Objektiven haltet, welchen Look ihr für den Vlog besser findet. Und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. Auf jeden Fall werden beide zum Einsatz kommen. Ich werde beide sehr gut auch zu Geld machen können. Also sie werden beide auf jeden Fall auch professionell zum Einsatz kommen, muss man sagen. Also das 10 bis 18 für Real Estate und das hier halt auch besonders für Hochzeitsvideos, weil das hat so einen schönen Look, so ein bisschen isoliert. Look, so ein bisschen dreamigen, utopischen Look, das finde ich sehr, sehr geil auf jeden Fall. Und ich bin wirklich froh, dass ich mir das jetzt geholt habe. Das wird noch zum Einsatz kommen, Leute, ja. Aber das ist ja auch der erste Tag erst damit. Dann würde ich erstmal sagen, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren für weitere epische Videos. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Übrigens, wenn wir schon gerade bei Sub sind, ne, subbt auf jeden Fall diesen Kanal.